Die sind verschollen auf einer komplett anderen Ebene. Trading Post? Hier gibt's einen Händler? Wo ist der Händler? Trading Post, Trading Post, Trading Post. Na, wird der hier vielleicht nochmal irgendwo angezeigt? Der Trading Post. Vielleicht so ein kleiner, separater Händler. Hey, na wenigstens kann ich euch killen, ne? Zack, zack, zack. Stehen bleiben. Ebenso, ne? Der Händler. Wo hat er sich versteckt? Muss mal gucken. Wird er auf der Karte separat angezeigt? Harper's Ferry? Ach Mensch, das regt mich jetzt schon so ein ganz klein bisschen auf. Da war zumindest auch das Händler-Symbol hier auf meiner gemoddeten Karte. Das wird so ein einzelner Roboter sein, irgendwo in so einer kleinen Kaschemme. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe ganz stark davon aus. Weg mit dir. Roboter? Nein, du siehst mir nicht nach einem Roboter aus. Roboter, Roboter, Roboter. Das muss doch hier nochmal irgendwo zu lesen sein. Ein Schildchen in Bezug auf einen Trader. Aber die Colas nehme ich auch so mit. Ah ja, der wird hier nicht hinter einer verschlossenen Tür sein. Aber man weiß ja nie, was man hinter so einer verschlossenen Tür findet, wenn man sie dann geöffnet bekommt. Na, komm schon, come on. Ruhig, schön durchatmen. Das haben wir schon ein Dutzend Mal gemacht. Naja, zumindest eine Sherry, ne? Ein bisschen Blut. Kann ja auch hilfreich sein, wenn die Blutgruppe stimmt. Also ich habe gerade ein Video geguckt und theoretisch müsste genau hier der Händler sein. Der heißt Wallace. Aber Wallace steht nicht hier. Vielleicht steht Wallace nicht immer hier. Wir kommen später wieder, Wallace. Das ist sehr, sehr schade. Harper's Ferry, heute ein totaler Reinfall. Aber sowas muss es auch mal geben. Wallace, bist du vielleicht hier heute? Woanders? Total der Reinfall. So schade, Mensch. So schade. Und die kommen wirklich nicht raus. Nein. Ich hätte mir vielleicht einen Fatman einpacken sollen. Dann hätten wir das ganze Gebäude in Grund und Boden gestampft. Okay. Das war's. Tut mir leid. Das ist natürlich wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr schade. Gibt keine Score-Punkte, ne? Na dann eben, bei dem nächsten Event. Highlights? Keins weiter. Oh, hier, Monstermanie. Warum eigentlich nicht? Dann könnten wir auch ein paar legendäre Gegner farmen. 3 Stück brauchen wir. Das Event kriegen wir wahrscheinlich gar nicht so fix abgeschlossen, aber ich würde abbrechen, sobald wir die 3 legendären Gegner voll haben. Und dann rüber. Dann gehen wir rüber zur Vault 79. Gute Idee. Los geht's. Schritt 1. Maske finden. Oh, die ist oben, ne? Ich glaube, wir spielen das Event heute mal im Nahkampf, damit wir ein wenig Munition sparen können. Im Nahkampf haben wir das noch nie gespielt. Da ist sie ja schon. Hey! Und ab dafür. Überraschung! So, Süßigkeiten. Direkt hier, oder? Hä? Wo ist denn jetzt bitte der Topf? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hey! Immer schön langsam. Ich nehme nur die Muni mit. Und da ist auch schon der erste legendäre. Oh, oh, oh. Danke, 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 danke. Nehme ich. Die Bonbons natürlich auch. Anstacheln, Granatwerfer. Okay. Die Bonbons nicht vergessen. Wo ist der Topf? Findet den Süßigkeiten-Eimer. Der muss doch hier sein. Oder ist der unter uns? Dann wäre doch ein Pfeil nach unten bei der Distanz angezeigt worden. Oh, okay. Okay, wir haben ein wenig Zeit verplempert. Mein Fehler. Ist das ein Rezept? Nee, das ist ein Zettelchen. Davon lassen wir uns jetzt nicht beeindrucken. Weg mit dir. Wo sind meine Süßigkeiten? Boom. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alter Schwede.
Das würde natürlich mit Kloppy ein gutes Stückchen schneller gehen. Und außerdem haben wir Monster Money noch nie im Nahkampf gespielt. Boom! Weg mit dir. Schön weg mit euch. Ja, ihr könnt so viel strahlen, wie ihr wollt. Oh, die sind aber schon schnell. Verdammtes Pack. Nehme ich. Und noch ein paar legendäre mehr. Das wäre ganz nett. So, der Eimer. Da drüben steht er ja schon. Und hier lang weiter. Oh, eine Cola. Zwei Colas. Und noch, oh, Wackelkopfpuppen. Oh, sowas lenkt mich immer sehr ab. Wo ist die? Die muss doch direkt hier sein. Da ist sie ja schon. Na, ein Glück habe ich die Sucherkarten im Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Na, ein Glück. So, da sind wir auch schon. Bei der nächsten Horde. Oh, oh, oh. Okay. Nehme ich. Dankeschön. Ein Topf voll Gold. Ach, da liegt er ja, Mensch. Eine Sekunde, bitte. Eine Sekunde. Und Loot nicht vergessen. Immer schön den Loot mitnehmen. Jetzt. Jetzt haben wir mitgenommen. Der war ein bisschen schwerfällig, ne? Der Halloween-Eimer. Runde Nummer 2. Ich muss mir schon wieder die Maske schnappen, aber ich habe sie doch noch auf. Das ist ja mysteriös. Physikalisch fragwürdig. Und jetzt können wir uns die Süßigkeiten-Eimer schnappen. Na, wo ist er? Hier drinnen, ne? Genau, hey! Zack! Zack! Ich hätte euch eigentlich alle mit einem Schlag eliminieren können. Das wäre cool, wenn man mehrere Gegner vor sich mit so einem kräftigen Axthieb gleichzeitig ausschalten könnte. Also mir würde sich das schon realistisch erklären. Ich würde das nachvollziehen können. So, Eimer. Über uns? Nein, da drinnen, genau da. Nehmen wir doch diesen Eimer. Yay! Wir brauchen noch zwei legendäre Gegner. Und wieder von vorne. Maske. Wo hat sie sich heute versteckt? Ah ja, hier irgendwo. Noch 9 Meter. Ach, guck mal. Ich hab sie schon gesehen. Zack. Cola mitnehmen. Immer wieder gerne. Und dann 36 Meter in die Richtung. Stopp. Weg mit dir. Ich brauche nur Legendäre. Die anderen lasse ich jetzt einfach mal doof stehen. Ich glaube, dann können wir auch ein bisschen schneller hier die Süßigkeiten einsammeln. Ja, lass ich stehen. Nur die ganz, ganz hellgrün leuchtende. Flupp. Und da ist er auch schon. Der Eimer. Der alles entscheidende Eimer. Wir könnten das Event ja fast mit Kamera spielen. Dann wären wir noch schneller. Theoretisch. Wenn die Theorie stimmt. Jupp. Ich quetsch mich ganz kurz dazwischen. Danke. Da ist der nächste. Sehr schön. Und wir können wieder hoch. Nee, doch nicht. Nicht ganz. Über den Löwen. Parcours mit einer Power-Rüstung. Doppel-P. Ja, waren wir doch schon mal gerade eben. Ich war dran. Aber das Spiel sagt nein. Hey! Meine Güte. Der war aber C. Und jetzt wieder unten, ne? Richtig, nein. Schon wieder hier? Was? Das ist aber einfallslos, ne? So ein ganz klein bisschen. Aua. Wir ignorieren euch, bis ihr anfangt, grün zu leuchten. Also so richtig grün. Und, unten, ne? Lass mich gehen. Hier lang, wieder hoch. Wieder da im Schrank? Ernsthaft? Was?
dreimal hintereinander. So, und jetzt hier auf dem Tisch. Und weiter. 33 Meter. Okay, okay, okay. Unten wieder, ne? Ja. Auf den Bänken. Keine Dreipunktlandung, bitte. Dafür haben wir keine Zeit. Lauf, 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 lauf. Und wieder auf den Tisch, ne? Schon wieder. Ganz mysteriös. Lass mich raten, jetzt hier wieder? Nein. Das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Zack, zack, zack. Und fluppdiwupp. Wir sind schon richtig, ne? Genau, hier wieder auf dem Tisch. Vielleicht mal hochspringen. Und ab dafür. Oben. Aber wo oben? Hey, lass mich durch. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich bin auf Süßigkeitenjagd. Ich bin im Auftrag von Karius und Baktus. Nein, nein, nein. Nur Legendäre. Nur Legendäre, bitte. Unsere Ausdauer ist alle, ne? Weil wir so viel Durst haben. Ungünstig, ungünstig. Trink mal einen Schluck. Ich glaube, wir können so gut wie alles nehmen, ne? Aber erstmal nur das Nötigste, würde ich sagen. Hä? Lass mich hoch hier. Hey, lass mich... Ach, guck mal, heute hier hinten. Ah. Aber hier ist kein Legendärer mehr dabei. So schade. Ein einzelner Legendärer. Ich glaube, ich hatte hier in Monster Manie schon mal bis Runde 2 irgendwie 5 legendäre Gegner. Aber das ist ja völlig random. Das entscheidet der Zufallsgenerator. Und der ist uns hoffentlich heute nicht so. Damit wäre die Monster Manie beendet. Danke. Danke, 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 danke. Schüler und Freiwilligen, die diese Veranstaltung war jetzt nicht haben. Die erfolgreichste Runde Monster Manie, aber zumindest haben wir hier 600 Bonbons rausgeholt. Ist ein Anfang. Ich glaube, wir haben noch 2500 oder so zu Hause. Und der Hauptgewinn, wird er hier angezeigt? Oder ist das nicht so eine abstruse Summe gewesen? Na? Hallo? Ein frohes Halloween, geht's hier nicht weiter? Smarte Wahlmaschine, na? Nein? Kann ich nichts weitermachen? Warnung, nicht autorisierte Nachfüllung festgestellt. Bitte wenden Sie sich an die Wartungsabteilung, um ein ordnungsgemäßes Inventar zu gewährleisten. I don't know. Ach so. Nee, keine Ahnung. Ich dachte, ich müsste jetzt noch hier reinschmeißen oder so. Na dann eben nicht. Na dann eben nicht. Wir hauen ab. Wir haben die Nase voll von Halloween. Wir wollen uns wichtigeren Dingen widmen. Wie zum Beispiel... hochwertige Aufgaben. Vielleicht. Ach ja, wir wollten Gold, ne? Genau, stimmt. Wir wollten ja Gold ausgeben, damit wir wieder ein paar Kapazitäten haben. Wir wollen in die Vault 79. Das war noch Vault 79, ne? Toi, toi, toi. Nicht, dass ich mich jetzt da irre. Nein, ich glaube, wir sind... Ja, wir sind richtig wunderbar. Hallöchen. Und ich sollte mal vielleicht diese alberne Maske ausziehen und stattdessen wieder meinen Helm anziehen. Wo ist er denn bitte? Da. Zack, schon ist die Rüstung wieder komplett. Hier mit wem muss ich nochmal quatschen? Wegen der Pläne. Nein, du bist es nicht. Du bist es auch nicht. Steht der nicht sonst hier drüben? Nicht, dass heute kein Verkauf ist oder so. Du warst es nicht. Nein. Und du auch nicht. Das war so ein Schmächtiger. Nein, du auch nicht. Wo ist der hin? Oh oh. Aber warum? Das ist gerade sehr, sehr ungünstig für mich. Nein. Wo ist der Schmächtige? Hat der heute irgendwie frei oder so? Wann kann ich wiederkommen? Ihr redet alle kein Wort, ne? Das ist eine ganz mysteriöse Geschichte. Ich glaube, ich werde die Ortschaft nochmal frisch betreten. 3, 2, 1. Nee, hat nicht so wirklich geholfen. Verdammt mich nochmal. Jetzt muss ich hier den Server wechseln. Ja, ich glaube, das ist die einzigste Lösung. Wir drücken die Daumen und kreuzen die Finger. 3, 2, 1. Mensch, da ist er ja. Wunderbar, hat funktioniert. Ich habe gerade ein bisschen Angst bekommen.
So, wir wollen Gold ausgeben. Ja, habe ich. Und zwar habt ihr mir empfohlen, ich solle mir. Solle mir. Eine Unterrüstung kaufen. Und zwar eine Unterrüstung mit dem Namen. Na, oh, wir sind schon vorbei, ne? Secret Service Unterrüstung. Genau die soll ich mir holen. Das ist das Grundmodell, ne? Ja, das brauche ich sowieso. Einmal das bitte. Und dann glaube ich das abschirmende Futter, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, die beste Verstärkung davon. Floppdiwop. Dankeschön. Sonst noch irgendwas Interessantes? Ja, nicht so, ne? Den Rest machen wir später. Ich will erst dann die Chaoswaffen haben. Aber hier, mein lieber Scholli, Würgeherz. 1000 pro Teil. 1000! Alter! Überhaupt nicht übertrieben. 1000! Naja, da kann man noch schön farmen, wenn man möchte. Später auf jeden Fall. Aber jetzt basteln wir uns erstmal unsere neue Unterwäsche bei mir im Camp. Einmal bitte ganz kurz nach Hause. Das Wasser eingesammelt. Für die nächste Verkaufstour. Hey, hier war einer dran. Na gut, ausnahmsweise. Ist ja offen, genau aus diesem Grund. Zack, den Dünger noch eingesteckt. Wir wollen basteln. Raus. Aus der Rüstung. Haben wir noch legendären Kram, den wir verticken wollen? Irgendwas in die Richtung? Waffen? Oh ja, einen anstachelnden Granatwerfer. 2 Sterne. Ja, aber... Naja, der Granatwerfer halt, ne? So viel Power hat der eigentlich gar nicht. Nee, lass mal gut sein. Den verticken wir natürlich. Haben wir noch genug Scheine? Ja, haben wir. Also zum Verdienen. Ins Rüstungsbastel-Loadout. Wir wollen herstellen. Wobei, erstmal vielleicht den Kram zerlegen, den wir mittlerweile wieder eingesammelt haben. Kampfrüstung weg. Die Pläne schnell gelernt. Na, wo verstecken sie sich denn? Hier. Genau, zack. Ja, alles gut. Alles im grünen Bereich. Und dann bitte herstellen. Herstellen, das war... Unterrüstung, genau. Secret Service Unterrüstung. Wir brauchen Schaltkreise. Ach, du meine Nase. Kriegen wir die vielleicht beim Händler? Das wäre ja großartig. Mal gucken. Hallo, mein Freund. Hallo. Hast du eventuell ein paar Schaltkreise? Schaltkreise? Ein paar? Stahlschrott? Schande, Mensch. Dann müssen wir das erstmal aufschieben. Ich mach mir mal die Lupe an für Schaltkreise. Das ging doch hier, ne? Ja, das geht bestimmt hier. Nochmal Unterrüstung. Zack. Secret Service. Und markieren. X für Suche markieren. Dankeschön. 3 verfluchte Schaltkreise, mehr nicht. Und ich würde so gerne wissen, was wir dann sonst noch so brauchen. Aber naja, das machen wir dann eben halt später. Weiter. Sind wir noch in der Kampfklamotte? Ja, sind wir. Alles im grünen Bereich. Wir haben jetzt wieder ein paar Goldkapazitäten. Das bedeutet, wir sollten mal unsere Staatsanleihen eintauschen, die ich mittlerweile hier... in mittelmäßig großer Zahl, mittelmäßig großer Zahl gesammelt habe. Zack, Reiseloadout. Aber jetzt, einmal bitte rüber nach Foundation und zur Goldpresse gerannt. Und Flop, Frontflip, naja, fast. So, wie viele haben wir denn, wie viele Staatsanleihen? Noch 43, cool. Das bedeutet, wir können hier noch 2-mal komplett das Gold abholen. Und dann war ich heute ja noch gar nicht bei Sunny, ne? So hieß er doch. Gibt's jetzt zufällig gerade eine öffentliche Event-Sause? Nee, leider nicht. Na gut, dann ganz kurz rüber zum Wayward. Zack. Für 21. Habt ihr zufällig ein paar Schaltkreise hier? Das wäre ganz cool. Doch, tatsächlich, die Kochplatte. Oh mein Gott, die Kochplatte. Davon gibt's hier ein paar.
Oh Gott, Kochplatten, ja. Da sind Schaltkreise drin. Wusstet ihr das schon? Zack. Und, da ist noch eine. Noch eine Schaltkreisansammlung in Form von einer Kochplatte. Noch mehr, komm. Komm, irgendwo müssen auch noch mehr Kochplatten sein. Ich glaube, oben im Lager. Sunny, eine Sekunde bitte. Ich komme gleich zu dir. Telefon, Schaltkreis. Ja, wir haben unsere Schaltkreise. Oh mein Gott. Wir können uns die Unterrüstung bauen.